Stopp, Karlchen, stopp! Spinnst du denn? Karlchen stand breitbeinig wie ein Seemann bei Windstärke 2 auf der Ladefläche des Karrens, die Zügel lässig in der einen Hand. Gab's gestern Ben-Hur im Fernsehen oder glaubst du, du bist ja auf dem Nürburgring? Wenn du nochmal sowas mit Zottel machst, dann schmeiß ich dir den Stallbesen ins Kreuz. Du tust ja gerade, als gehörte er dir. Ein ehemaliges Zirkuspferd ist noch ganz andere Sachen gewöhnt. Ach so, da kommt Helga. Das hätte ich mir gleich denken können. Hä? Es muss ja einen besonderen Grund haben, wenn du hier so eine Schau abziehst. Hey Helga, willst du uns helfen? Was macht ihr da? Trümmerbeseitigung. Die Reste vom Erntefeste. Karlchen und ich haben uns freiwillig zum Aufräumen gemeldet. Aber wir nehmen gern noch Helfer in unsere Truppe auf. Na, was ist nun? Hilfst du uns? Ja, aber ich müsste jetzt schnell nach Hause radeln und mir meine alten Jeans anziehen. Das dauert mindestens eine Stunde. Bis dahin sind wir längst fertig. Drüben im Stall hängt eine alte Kittelschürze für dich. Bille setzte sich aufatmend auf die umgestülpte Kiepe und begann sich die lahm gewordenen Arme zu massieren, während Karlchen mit dem übervollen Wagen wieder zum Müllplatz fuhr. Hey, ho, Gott, hey! Muss ja eine riesige Feier gewesen sein. Fast 80 Leute. Du, die Schürze steht dir gut. Du bist wohl nur noch hier auf dem Hof, Bille. Es vergeht doch fast kein Tag, an dem du nicht hierher radelst. Stimmt. Zuerst bin ich ja immer heimlich gekommen und habe aus einem Versteck Herrn Tietchen bei der Arbeit mit seinen Pferden beobachtet. Dann habe ich ab und zu im Stall geholfen, bis Zottel auf den Hof gekommen ist. Zottel ist das Überbleibsel aus einem verkommenen Wanderzirkus, sagt Karlchen. Herr Tietchen hat ihn mir zur Pflege überlassen und gibt mir auch ab und zu Reitunterricht. Hey, oh, oh, oh. Was ist denn hier los? Haltet ihr Kaffeeklatsch? Wir haben noch eine Menge zu tun. Zu Befehl, zu Befehl. Der Berg von Müll auf dem klapprigen Wagen wuchs. Karlchen sprang auf dem Wagen herum wie Rumpelstilzchen, um noch Raum für den Rest zu schaffen. Wenn das Mann gut geht. Ach, hab dich nicht so. Komm, Helga, gib es noch her. Auf die zerknüllten Papiertischtücher kann ich mich draufsetzen. So, los geht's. Hey, ho! Ist Karlchen vom Teufel besessen? Oh, die Kurve! Frau Lohmeyers frisch gewaschene Gardinen auf der Leine. Der Müllberg rutscht. Karlchen und Zottel sind nicht mehr zu sehen. Aber die Ladung Abfall hat sich über Frau Lohmeyers weiße Gardinen gebreitet. Na denn, viel Spaß. Armes Karlchen. Jetzt weiß ich doch endlich, warum es Gardinenpredigt heißt. Ich verschwinde. Was ist denn da drüben los? Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt, Herr Tietchen. Karlchen hat in der Kurve einen Teil seiner Ladung verloren. Er ist wohl ein bisschen zu schnell gefahren. Ein bisschen? Aha. Tja, eigentlich wollte ich etwas mit dir besprechen, Bille. Ich war gerade im Nachbargut, Pershof. Dort hat sich einiges verändert. Vielleicht hast du schon davon gehört. Keine Ahnung. Die drei Pershofer Jungen haben eine Schwester bekommen. Eine Adoptivschwester. Genauso alt wie du, Bille. Die Eltern des Mädchens sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das Mädchen selbst war schwer verletzt, aber ist jetzt wieder gesund. Gestern Abend ist Bettina angekommen. Sie ist die Tochter des verunglückten Bruders von Herrn Henrich, dem Besitzer des Pershof. Ein Glück für Bettina, dass sie noch so liebe nahe Verwandte hat. 2-3 Wochen wollen Herr und Frau Henrich ihr Zeit lassen, sich einzugewöhnen. Dann soll sie wieder zur Schule gehen. Vermutlich wird sie in deine Klasse kommen. Sie meinen, ich soll mich in der Schule ein bisschen um sie kümmern? Unter anderem, ja. Henrichs machen sich große Sorgen darüber, dass sie keinerlei Interesse mehr am Leben hat. Die Ärzte meinen, ihr fehle jetzt nichts als viel Bewegung an frischer Luft. Na, reiten, schwimmen. Dann würden Appetit und Lebensfreude wiederkommen. Ich habe da gedacht, wenn jemand diesem unglücklichen Mädchen helfen kann, dann bist du es. Das trauen Sie mir zu, Herr Tietchen? Nun, du könntest sie auf Zottel reiten lassen. Ihr aber auch sonst Gesellschaft leisten, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Klar mache ich das. Gerne, Herr Tietchen. Wenn du Lust hast, reiten wir übermorgen Nachmittag mal nach Pershof hinüber, damit du Bettina kennenlernst. Einverstanden? Au ja! Das Pershofer Gutshaus war ein mächtiger Bau aus rotem Backstein,
zum Teil dicht mit Efeu bewachsen, in dem Dutzende von Spatzenfamilien hausten. Herr Tietchen und Bille wurden schon erwartet. Von der oberen Etage sprang Florian, der jüngste der drei Hinrichssöhne, immer drei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinunter. Ihm folgten zwei Hunde. Mit einer gekonnten Verbeugung landete Florian vor den Gästen. Prima, dass du gekommen bist, Mädchen. Jetzt brauchen wir uns wenigstens nicht mehr um den Trauerkloß zu kümmern. Florian! Bitte hol Bettina herunter und sag deinen Brüdern Bescheid, dass wir Tee trinken wollen. Bettina möchte keinen Tee. Sie fühlt sich nicht gut, sie möchte liegen bleiben. Ach, so ein Unsinn. Vorhin fehlte ihr doch nichts. Wahrscheinlich hat sie Angst vor unseren Gästen. Sag ihr, dass... Oh, bitte, darf ich mitgehen? Vielleicht kann ich sie überreden. Und nun, dann lernen wir uns doch gleich kennen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Florian wird dir ihr Zimmer zeigen. Florian führte Bille die Treppe hinauf. Vor der letzten Tür machten sie Halt. Auf einem altmodischen Ungetüm von Bett lag ein blasses, dunkelhaariges Mädchen. Besuch für dich, Bettina. Beschnuppert euch. Ich gehe wieder runter, sonst ist der Kuchen alle. Bettina? Ich bin Bille und soll dir ein bisschen helfen, dich bei uns zurechtzufinden. Bettinas Blick ging gleichgültig durch Bille hindurch. Du lieber Himmel, das konnte ja heiter werden. Willst du mal mein Pferd sehen? Er steht genau unter deinem Fenster. Das heißt, es gehört Herrn Tietchen. Aber ich darf es pflegen und reiten. Und rate mal, woher es kommt. Direkt aus dem Zirkus. Mann, oh Mann, habe ich zuerst Schwierigkeiten gehabt, ihm seine Zirkuskunststücke abzugewöhnen. Es heißt Zottel, wegen seines zotteligen Aussehens. Bettinas Augen waren halb geschlossen. Sie nahm Billes Anwesenheit gar nicht zur Kenntnis. Bist du schon mal geritten? Vielleicht reitest du ja viel besser als ich. Bettina schwieg. Magst du deine Vettern? Also, um ganz ehrlich zu sein, ich mag sie nicht besonders. Sie machen so einen überheblichen Eindruck. Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde, Bettina? Einen großen Topf sonnengelber Farbe nehmen und die Möbel anstreichen. Zu Hause hatte ich leuchtend gelbe Möbel. Die Vorhänge und Kissen waren orange und apfelgrün. Sah aus wie ein Frühlingstag. Alles hat geleuchtet. Aber warum hast du deine Sachen nicht mitgebracht? Du könntest dein Zimmer doch hier genauso einrichten. Weil ich es nicht wollte. Nichts sollte sein wie zu Hause, damit ich mich an nichts mehr erinnere. Bitte, Bettina, komm doch mit hinunter. Ich mag nicht alleine gehen. Es ist alles so fremd hier. Ganz anders als bei mir zu Hause. Mach es mir doch nicht so schwer. Sie warten doch auf uns. Bettina zögerte einen Moment, dann erhob sie sich mechanisch und ging schweigend mit Bille hinunter. Liebes, wenn du jetzt keinen Appetit hast, stelle ich dir den Kuchen später in dein Zimmer. Vielleicht magst du ihn heute Abend essen. Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Ihr könntet Bille den Hof und die Ställe zeigen. Oh ja, die Pferde! Das Einzige, was Bille an Peers Hof wirklich interessierte, waren die Pferde. Hier, der schwere Schimmel ist Asterix. Er gehört Daniel. Und hier die kleine, zierliche Goldfuchsstute ist Pünktchen, Simons Pferd. Und der kleine, kräftige Rappe hier ist mein Bongo. Er ist ja nicht größer als Zottel. Wo willst du hin, Bettina? Lasst euch nicht stören. Ich gehe in mein Zimmer. Ich friere. Dann komme ich mit. Nicht nötig, Bille. Ich werde mich hinlegen. Ich fühle mich schrecklich erschöpft. Soll ich ein andermal wiederkommen, Bettina? Mach das, wie du möchtest. Lass sie, Bille. Es hat keinen Zweck. Sie will nur mal mit niemandem was zu tun haben. Da drehte sich Bettina noch einmal um. Komm doch morgen wieder, wenn du Lust hast, Bille. Bis morgen, Bettina! Schwieriger Fall. Als Bille am nächsten Nachmittag nach Peers Hof hinüberfuhr, sie hatte Zottel vor die kleine Kutsche gespannt, um Bettina zu einer Ausfahrt einzuladen, hörte sie plötzlich galoppierende Hufe hinter sich. Daniel und Simon, Florians Brüder, ritten heran und flankierten sie. Hey, Nanu, Bille, heute noch nicht hoch zu Ross? Was das betrifft, habe ich schon genug getan. Mir tun alle Knochen weh. Hab meine erste Springstunde bei Herrn Tietchen gehabt. Bei wem bitte? Bei Herrn Tietchen. Hat er dir im Vorübergehen ein paar Tricks verraten?
Was heißt im Vorübergehen? Na, du willst doch nicht behaupten, dass er dich unterrichtet. Herr Tietchen nimmt keine Schüler an, das weiß doch jeder. Ist das wahr? Aber mich unterrichtet er. Morgen um 4 habe ich meine nächste Springstunde. Nicht zu fassen, Bille. Du wirst in meinen Augen zu einem höheren Wesen. Ich notiere es mit Genugtuung. Hü, Zottel, hü! Dort drüben wohne ich, in Wedenbruch. Siehst du das Strohdach? Meine Mutter hatte dort ein kleines Lebensmittelgeschäft. Es ist jetzt geschlossen, denn meine Mutter ist Leiterin eines großen Sparmarktes in Leesten geworden. Der kleine Laden lohnte sich wirklich nicht mehr. Zu viel Arbeit und zu wenig Verdienst. Aber du bleibst doch in Wedenbruch. Na klar, mich kriegt niemand hier weg. Das habe ich auch mal gesagt, als ob jemand danach fragt. Da hast du recht. Komm, nimm mal die Zügel. Wollen wir nach Groß-Wilmsdorf oder wollen wir an die Ostsee fahren? An die See ist es allerdings doppelt so weit. Oh bitte, wenn es dir nichts ausmacht, Bille, möchte ich gerne an die See. Über ihnen kreischten die Möwen. Die Wellen rollten schwer und graugrün heran und ergossen sich schäumend bis hinauf in die Dünen. Die Sonne wanderte durch weiße Wolkenberge, verschwand, tauchte wieder auf und malte geheimnisvolle Landschaften auf das Wasser. Bettina war fröhlich und ausgelassen. Du wirst die nasse Füße holen, Bettina! Na egal, Hauptsache sie ist glücklich. Hier gibt's Muscheln. Komm, Bille, wir suchen Bernstein. Komm lieber in die Burg. Der Wind nimmt einem ja den Atem. Macht nichts. Können wir nicht immer hier bleiben? Leider nicht. Im Gegenteil. Wir müssen uns sogar beeilen, wenn wir nicht zu spät nach Hause kommen wollen. Aber wir können ja wieder herfahren. So oft du willst. Nur noch 10 Minuten, Bille. Gut. Aber dann müssen wir den kürzeren Weg über die Landstraße zurückfahren. Okay. Auf der Landstraße war viel Verkehr. Bille bemühte sich, so weit wie möglich am Straßenrand zu bleiben. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Bettina sich immer mehr verkrampfte, wenn Autos sie überholten oder entgegenkamen. Mach dir keine Sorgen, Bettina. Auf Zottel ist hundertprozentig Verlass. Er ist dem Betrieb gewöhnt aus der Zeit, als er noch mit dem Zirkuswagen durch Stadt und Land ziehen musste. Blöder Heini, du kommst doch früh genug nach Hause. Ach, diese Sofas sind die schlimmsten. Was sind Sofas? Das weißt du nicht? Sonntagsfahrer, die nur zum Spazieren fahren ihr Auto aus der Garage. Vor ihnen tauchte ein dicker Mercedes auf, ohne in der Autoschlange zu seiner Rechten eine Lücke zu finden. Bille wurde eiskalt. Sie riss Zottel nach rechts hinüber und die Kutsche polterte über den Grasstreifen in einen frisch gepflügten Acker. Zottel stand, schnaubend und zitternd, in dem weichen Boden. Bille stieg mit weichen Knien vom Wagen und ging zu Zottel. Gut hast du das gemacht, Zottelchen. Brav, ganz brav. Komm nur ruhig. Ach, Bettina, hör auf zu weinen. Es ist dir nichts passiert. Es war meine Schuld. Ich hätte niemals mit dir über die Landstraße fahren dürfen. Ich könnte mich ohrfeigen. Was ist mit dir los, Bille? Du siehst ja aus wie Weißbier mit Spucke. Ich habe einen riesen Reinfall erlebt mit Bettina. Endlich hatte ich sie mal so weit, dass sie ein bisschen auftaute. Wir waren am Strand und es war alles so richtig dufte. Und dann... Bille erzählte verzweifelt von der unglücklichen Rückfahrt. Na, eines ist damit doch bewiesen. Hast du nicht gesagt, sie hätte keinen Lebensmut? Ja, das stimmt. Na siehste, jetzt wissen wir doch wenigstens, dass sie um ihr Leben geschrien hat. Kluges Karlchen. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ist dieses nagelneue Moped etwa deines? Klar, zusammengespart.
Und den Rest habe ich mir von meinem Vater gepumpt. Toll. Was glaubst du, kostet ein Pferd, Karlchen? Lieber Himmel, woher soll ich das wissen? 1000 Mark? Oder weniger? Oder viel mehr? Keine Ahnung. Das kommt wohl drauf an, was es für ein Pferd ist. Los, steig auf. Heute wirst du nach Hause kutschiert, Bille. Und morgen früh bringe ich dich wieder her. Bettina hatte sich nach dem Erlebnis auf der Landstraße wieder ganz in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Aber Bille tat, als bemerke sie das überhaupt nicht. Als sie heute die Stufen zum Eingang hinaufsprang, prallte sie in der Tür mit Florian zusammen. Komm schnell in den Pferdestall, Bille. Wir haben einen Gast. Quartiert ihr eure Gäste immer im Pferdestall ein? Hallo, Bettina. Du im Pferdestall? Ist die nicht süß? Süß ist gar kein Ausdruck. Man möchte sie knuddeln wie ein Plüschtier. Ist es eine Haflingerstute, Florian? Ja, du darfst sie gern mal satteln und reiten. Ich muss Bongo bewegen, sagt Vater. Er setzt Fett an. Oh, fein. Aber wieso sagtest du Gast? Keine Ahnung warum. Sie ist nur vorübergehend hier. Armes Sternchen. Du bist genauso ein Überbleibsel wie ich. Tu mir den Gefallen, Bettina, und brich nicht gleich wieder in Tränen aus. Du kannst Sternchen schon mal rausführen. Ich hole inzwischen Zottel. Dann können wir nebeneinander herreiten. Lass mich, ich will nicht. Du weißt ganz genau, dass ich nur reite, weil Tante Charlotte mich zwingt. Damit drehte sich Bettina abrupt um und ging zum Park hinüber. Reg dich bloß nicht über den Trauerkloß auf, Bille. Irgendwann wird's dir schon langweilig werden. Du bist gemein, Florian. Was würdest du sagen, wenn du plötzlich beide Eltern verloren hättest? Naja, ich hab's ja nicht so gemeint. Sie tut mir wirklich ehrlich leid. Aber irgendwann fällt einem so eine Tränentüte eben doch auf den Wecker. Du wirst sicher nicht so. Höchste Zeit, dass sie wieder zur Schule geht. Dann werden dir die Flausen schon vergehen. Los, Bille, dann reiten wir eben allein. Am Anfang der folgenden Woche fuhr Bettina zum ersten Mal mit den drei Brüdern gemeinsam zur Schule. Bille erwartete sie vor dem Tor. Sie hatte in der Klasse schon für Bettinas Ankunft vorgesorgt. Jede Klassenkameradin hatte versprochen, keine neugierigen Fragen zu stellen. Aber Bille hatte nicht mit der plötzlich ausbrechenden Mütterlichkeit von Frau Tauber, der Lehrerin, gerechnet. Ah, da ist ja unser Schützling. Hast du dich schon vorgestellt, mein Kind? Nein. Nun, dann wollen wir das doch schnell nachholen. Steh doch einmal auf, Bettina, damit dich alle sehen können. Dies, meine Lieben, ist eure neue Mitschülerin, Bettina Henrich. Ich bitte euch, ihr besonders viel Verständnis und Hilfsbereitschaft entgegenzubringen, denn sie hat ein schweres Schicksal erlitten. Ihre lieben Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bettina selbst wurde schwer verletzt. Muss das sein? Blöde Ziege. Die Glocke hatte kaum ausgeläutet, da zog Bille Bettina auf den Flur hinaus und lief mit ihr in den Schulhof. Aber das nützte nicht viel. Die Mädchen hatten sie bald entdeckt und umringten sie. Da Frau Tauber so offen über Bettinas Geheimnis gesprochen hatte, fühlten sie sich an Billes Bitte nicht mehr gebunden. Gefällt es dir in Pershof? Wo hast du früher gewohnt? Hat es dir da besser gefallen? Warst du ohnmächtig, als es passierte? Oder hast du alles mitbekommen? Ist dein Vater zu schnell gefahren? Was für ein Auto war das denn? Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Hast du gleich gewusst, dass deine Eltern tot sind? Oh, kann die denn gar nicht reden? Geduldet euch bis morgen. Ich werde einen Unfallbericht tippen und ihn vervielfältigen lassen. Ihr könnt ihn dann ja unter euch verteilen. Damit wird eure Neugier hoffentlich befriedigt sein. Mann, ist die hochnäsig. Man wird doch wohl noch fragen dürfen. War doch schließlich nur gut gemeint. Na, sei nicht böse, es tut mir leid. Ich wollte bestimmt nicht aufdringlich sein. Ich bin nicht böse. Ich mag nur nicht über das alles reden.
Man kann einfach nicht darüber reden. Okay, soll ich euch was zu trinken holen? Das ist das erste vernünftige Wort, das ich heute höre. Menschenskind, halt bloß durch. Komisch, Bille. Genau das habe ich eben auch zu mir gesagt. Auf Bettinas Gesicht erschien zum ersten Mal der Hauch eines Lächelns. Das spätsommerliche Wetter war umgeschlagen. Mann, oh Mann, Bettina, was ist das plötzlich für ein Sturm? Hey, wie siehst du denn aus? Ist was passiert? Ich habe mein Armband verloren. Was? Das Armband deiner Mutter, das du immer als Talisman trägst? Ich habe es vorhin im Hochsitz klirren gehört, aber ich habe mir weiter keine Gedanken darüber gemacht. Und eben merke ich, dass das Armband weg ist. Sicher hat sich beim Raufklettern der Verschluss geöffnet. Das finden wir schon. Ich muss sofort hin. Ich habe keine ruhige Minute, ehe ich es nicht wieder habe. Du spinnst! Du kannst jetzt nicht raus! Guck dir doch nur das Wetter an! Ich muss, ganz egal, ob du mir hilfst oder nicht. Ich gehe auf jeden Fall. Kommt nicht in Frage. Ich werde gehen. Mir passiert so leicht nichts. Bist du ganz sicher, dass du das Armband auf dem Hochsitz verloren hast? Ganz sicher. Wir können doch zusammen gehen, Bille. Nein, nein. Du musst hier bleiben, falls deine Tante kommt. Mach du schon mal die Mathearbeiten. Dann brauche ich sie nachher nur abzuschreiben. Ich beeile mich, Bettina. Wo blieb Bille so lange? Eine Ewigkeit schien vergangen zu sein. Bettina war es unmöglich, sich auf die Matheaufgaben zu konzentrieren. Immer wieder wanderten ihre Gedanken zu Bille hinaus. Schließlich konnte sie es nicht mehr aushalten. Zum Glück war niemand im Stall. Bettina streifte Zottel in Windeseile das Zaumzeug über. Die Angst vor dem Reiten war wie weggeblasen. Leise, Zottelchen. Wir müssen Bille holen. Schnell. Brav, brav bist du. Wir werden schon schaffen, wir zwei. Wir nehmen den Weg hinter dem Knick, der ist das Geschützte. So, jetzt noch ein Stück bis hinter die alte Scheune. Gleich haben wir es geschafft. Bettina erstarrte, als sie die umgestürzte Leiter sah. Der Hochsitz hing wie ein Nest in den Zweigen. War Bille noch oben? Wo war sie? Oh, Zottel, wo ist Bille? Bille, Bille, wo bist du? Hier bin ich, hier oben. Der Sturm hat die Leiter abgerissen. Hey, hier oben im Hochsitz. Ich bin Tarzans Gefangene. Zottel hatte Bille entdeckt und stellte sich ganz dicht an den Baum. Dort stand er wie ein Reiterdenkmal. Oh, Zottelchen, du bist ein kluger Kerl. Warte, ich steige auf deinen Rücken. Aber dann bleib ganz ruhig stehen, Zottel. Hol dich nicht vom Fleck, sonst bricht sich Bille alle Knochen. Brav. Bleib ganz dicht am Stamm. Alles klar, ihr zwei? Okay, komm. Halt dich ganz fest am Stamm, Bettina. Gleich bin ich da. Bille packte jetzt den Ast, auf dem sie saß, mit der linken Hand. Blitzschnell fasste sie mit der rechten Hand nach, löste die Beine und ließ sich hängen. Nur wenige Zentimeter trennten sie von Bettinas Schultern. Zottel rührte sich nicht. Halt dich fest, Bettina! Ich lass mich fallen! Achtung! Klasse, Bettina! Wir sollten zum Zirkus gehen, was du Fliegengewicht alles aushältst. Jetzt ist alles nur noch ein Kinderspiel. Braver, braver Zottel. Gut, dass du im Zirkus warst. Oh, Bille, was habe ich für Angst um dich ausgestanden? Und ich erst, als plötzlich die Leiter abkrachte. Wolltest du mich nicht was fragen, Bettina? Nö, was denn? Na, zum Beispiel, ob ich dein Armband gefunden habe? Oh, mein Armband, mein geliebtes Armband. Nicht zu fassen, Bille. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Der Sturm hatte viel Schaden angerichtet, ganz besonders in Wedenbruck. Ein ganzes riesiges Holzlager war durcheinander geworfen. Freiwillige Hilfstrupps waren dort eingesetzt, vornweg Bille. Auch die Pershofer Jungen hatten sich gemeldet. Sogar Helga war dabei. Wo ist Karlchen, Bille? Karlchen? Heute ist doch Beerdigung. Beerdigung? Naja, Beerdigung von Opa Brodersen. Karlchens Großvater. Ich wusste gar nicht, dass Karlchen noch einen Opa hatte. Den haben sie auch meistens verschwiegen. Das war ein gewaltiges Schlitzohr. Ein Lügenmaul, wie es noch keins gegeben hatte. Er hat die verrücktesten Sachen gemacht.
Er hat sich mit allen in der Wolle gehabt. Trotzdem mochte ich ihn sehr gern. Er war so lustig. Florian hatte einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Er hatte nicht gemerkt, dass die Koppel, auf die er Pferde gebracht hatte, noch einen zweiten Eingang besaß. Zottels Neugier war dieser Fluchtweg nicht entgangen, und so hielt er sich auf der Koppel gar nicht auf. Vergnügt trabte er durch die Felder und näherte sich den Obstgärten. Nanu, wo kam die Musik auf einmal her? War hinter der weißen Mauer dort vielleicht der Zirkus? Zottel trabte neugierig näher. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind zusammengekommen, um unserem verehrten Mitbruder August Brodersen das letzte Geleit zu geben. Wir beten. Das kommt aus dem Sarg. Der Geist von Opa Brodersen spricht. Karlchen prustete los. Er hatte hinter dem Altar ein Stück schwarzes Tuch wanken sehen und unter dem Tuch einen Zipfel von Zottels rot-weißem Schweif. Karlchen tat, als sei ihm schlecht und lief aus der Kirche, raste außen herum in die Sakristei und holte unbemerkt Zottel aus seinem Versteck. Bist du des Teufels, Zottel? Hau ab, du alter Mistkerl, und lass dich nicht wieder blicken! Zottel keilte entsetzt aus. Was für ein schauderhafter Zirkus! In wilder Panik galoppierte er einem Erdwall zu, sah nicht die Öffnung, die dahinter gähnte. Die Erde war nass und glitschig. Zottel rutschte ab. Flop! Saß er 2 Meter tiefer fest. Das hat Opa Brodersens Geist gemacht! Karlchen flüsterte Petersen was ins Ohr. In wenigen Sätzen war Petersen am Grab. Hey, Sargträger, bring die Tragegurte her. Zu 6 werden wir das eingeklemmte Pony schon wieder rauskriegen. Blöder Zottel, siehste. Hättest du besser beim Springen aufgepasst, dann wäre dir das nicht passiert. Die freiwillige Hilfstruppe hatte von Zottels Verschwinden nichts gemerkt. Apropos, wir sollten uns mal um unsere Pferde kümmern. Es ist fast dunkel. Du, Florian, war das Gatter da hinten vorhin schon auf? Zottel ist verschwunden. Welches Gatter? Ach, da. Keine Ahnung, ich hab's gar nicht gesehen. Also war es offen. Dann brauchen wir Zottel nicht lange zu suchen. Er ist entweder bei mir zu Hause oder im Stall. Das hoffe ich stark. Zottel war tatsächlich im Stall. Ja, um Himmels Willen, mein Liebling, was haben sie denn mit dir gemacht? Du bist ja schwarz wie ein Schornsteinfeger. Na und? Er trägt Trauer. Wie sich das gehört, wenn man auf eine Beerdigung geht. Ist was? Wohin ist er gegangen? Er hat Maß genommen. Dein Zottel hat für Opa Brodersens Grab Maß genommen. Karlchen und Petersen schüttelten sich vor Lachen. Und erst nach und nach brachte Bille die ganze Geschichte aus ihnen heraus. Also weißt du, Bille, wenn ich die Geschichte nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich sagen, Opa hat sie erfunden. Das war sein letzter Streich. Von den 3 Pershof-Brüdern ritt der sensible Simon am besten. Hey Simon, du verstehst dich ja auf die Geheimsprache der Pferde, wie Herr Tietchen. Ich würde mich nicht wundern, wenn du mal genauso ein berühmter Reiter werden würdest wie er. Meinst du das wirklich, Bille? Aber um das zu schaffen, müsste ich... Weißt du eigentlich, dass ich wahnsinnig eifersüchtig auf dich bin? Auf mich? Wieso? Weil Herr Tietchen dich unterrichtet. Wie hast du das bloß fertiggebracht? Gar nicht. Er hat es mir einfach angeboten. Ich habe lange Zeit bei ihm im Stall geholfen, ohne dass ich gewagt habe, ihn anzusprechen. Aber eines Tages ergab sich die Gelegenheit und da habe ich ihm von meiner Sehnsucht, reiten zu lernen, erzählt. Und auch, dass meine Mutter so dagegen sei. Naja, er muss gewusst haben, dass ich für ihn und seine Pferde durchs Feuer gehen würde. Jedenfalls ist er zu meiner Mutter gegangen und hat ihre Erlaubnis eingeholt. Toll! Ich würde mich nie trauen, ihn um Reitstunden zu bitten.
Er ist ein berühmter Mann und hat so viele Verpflichtungen. Ja, das stimmt. In der Turniersaison habe ich oft wochenlang auf die nächste Stunde warten müssen. Bei wem habt ihr eigentlich Reitunterricht gehabt? Bei einem Onkel, der früher einmal Turnierreiter war. Aber das ist lange her. Bille beschloss, bei nächster Gelegenheit mit Herrn Tietjen zu sprechen. Vor dem Gutshaus parkte ein Auto, das ihr bekannt vorkam. Aber ehe sie dazu kam, sich zu überlegen, wem der Wagen gehörte, wurde die Bürotür von innen geöffnet. Bettina! Herr Henrich! Ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Wir hatten etwas mit Herrn Tietjen zu besprechen. Ja, entschuldige, aber wir müssen sofort wieder nach Piershof zurück. Bis morgen. Was hat sie nur? Komisch. Du wolltest zu mir, Bille? Komm rein. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe gerade sehr viel Gutes über dich gehört. So? Ja. Herr Tietjen, es gibt da etwas, was ich Sie schon lange mal fragen wollte. Die Pershofer Jungen haben mir gesagt, dass sie noch nie einen Schüler angenommen haben. Nur mich. Und nun sind sie ein bisschen eifersüchtig. Die drei reiten sehr gut, vor allem Simon. Und sie lieben Pferde genauso wie ich. So? Das wusste ich nicht. Nach allem, was du mir da eben gesagt hast, nehme ich an, du wolltest mich bitten, dass ich die drei Pershof-Brüder ebenfalls unterrichte. Habe ich das nicht gesagt? Durch die Blume. Tja, vielleicht sollte ich mir wirklich allmählich meinen Nachwuchs heranbilden. Für die Zeit, wenn ich selbst nicht mehr auf Turnieren starten kann. Schließlich sollen meine Pferde die besten Reiter haben. Du sagtest, die Jungen reiten gut? Sehr gut. Na schön. Ich werde sie mir mal ansehen. Lade sie zum Sonntagvormittag mit ihren Pferden hierher ein. Am Sonntagvormittag erschienen, geschniegelt und gebügelt, Daniel, Simon und Florian auf dem Hof. Hallo, da seid ihr ja schon. Kommt, ich führe euch zur Bahn hinüber und da wird mir jeder von euch nach Lust und Laune seine Reitkünste präsentieren. Wo ist denn Bettina? Die konnte nicht mitkommen. Sie hat was vor. Warum hat sie mir nichts davon gesagt? Was hat sie denn vor? Keine Ahnung, Bille. Was ist los mit ihr? Sie ist für mich kaum noch zu sprechen. Hast recht, Bille. Aus Simon könnte mal ein großer Reiter werden. Er hat die richtige Antenne. Florian ist noch zu draufgängerisch. Daniel ein bisschen hart. Ich werde zwei Gruppen bilden. Dich und Simon in die eine nehmen und Daniel und Florian in die andere. Bille strahlte. Es hatte also geklappt. Hey, Jungs! Ab November könnt ihr zweimal in der Woche zu mir kommen. Einverstanden? Hurra! Bedankt euch bei Bille. Prima, hurra! Ja, klasse! Bille, du sollst gleich mal zu Fräulein Beck ins Büro kommen. Ich glaube, sie hat eine gute Nachricht für dich. Was denn? Weißt du, was das ist? Du wirst ja sehen, nun geh schon. Bille rannte hinüber ins Büro. Ah, da bist du ja. Ich habe hier etwas für dich. Im Auftrag von Herrn Tietjen. Eine Pauschalvergütung für die viele Arbeit im Pferdestall, die du während der Ferien geleistet hast. Hier. 100 Mark? Toll. Oh, das will ich gleich sparen. Ich will mir so viel zusammensparen, Fräulein Beck, dass ich Zottel kaufen kann. Zottel? Das wird nicht gehen, Bille. Zottel ist schon verkauft. Oh nein. Wie bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Du wirst dir für dein Geld dann eben ein anderes Pferd kaufen müssen. Wenn du fleißig sparst, vielleicht gleich eins, mit dem du auf Turnieren starten kannst. Das verstehen Sie nicht. Bille konnte die Tränen kaum zurückhalten und stolperte Hals über Kopf aus dem Büro. Sind das nun Freudentränen, Bille? Was ist eigentlich los? Was los ist? Die Hölle ist los. Wir haben Zottel verkauft. Wer hat dir denn das gesagt? Fräulein Beck, eben im Büro. Die alte Klatschtante. Hast du es vielleicht gewusst? Und ich sollte es nicht erfahren, was? Wahrscheinlich sollte er irgendwann über Nacht verschwinden, um mir den Kummer eines langen Abschieds zu ersparen. Wie? Tolle Idee. Und übermorgen hatte sie Geburtstag. Schöner Geburtstag.
In der Schule ließ Bille die Gratulationen von Freundinnen und Lehrern gleichgültig über sich ergehen und schluckte das aufsteigende Gefühl von Gekränktsein hinunter, als weder Bettina noch Helga sie fragten, ob sie am Nachmittag kommen dürften. Onkel Paul erwartete sie nach der Schule. Eine Viertelstunde später fuhren sie vor dem alten Strohdachhaus vor. Mutsch hatte sich extra freigenommen, damit sie den ganzen Nachmittag feiern konnten. Augen zu, Bille. Und wage sie ja nicht aufzumachen, bevor ich es dir erlaube, ne? Vorsicht, Stufe, Bille. Augen auf! Bille war wie geblendet. Sie hatten den ganzen Laden ausgeräumt und als Festsaal dekoriert. Und während Helga und Bettina, Karlchen, Daniel, Simon und Florian sangen, wichen sie langsam nach beiden Seiten zurück und gaben den Blick auf ein schrankgroßes Paket frei. Oh, meine neuen Möbel! Merkwürdiger Schrank. Das Paket wiehert ja. Zottel, du steckst in dem Paket und Zottelchen. Und ich dachte schon, Henrys hätten dich für Bettina gekauft. Das hätte ich niemals zugelassen. Zottel gehört jetzt dir, ganz allein dir, Bille. Wir haben uns alle extra Arbeit gesucht, um das Geld für Zottel mitzuverdienen. Mhm. Daniel hat Nachhilfestunden gegeben, Simon und ich haben auf dem Hof und im Büro geholfen. Ja. Bettina hat Babysitter gespielt. Mhm. Und als du dahinter kamst, dass Zottel verkauft worden war, Mann, das war vielleicht ein Theater. Und um ein Haar hätte ich es dir aus Mitleid verraten. Dann wäre die ganze Überraschung im Eimer gewesen. Das hätte ich ausgesprochen blöd gefunden, Bettina. Jetzt freust du dich umso mehr, nicht wahr? Ich kann's noch gar nicht fassen. Mann, die Angst, dass Zottel nicht stillstehen würde und das schöne Paket vor der Zeit kaputt machen würde. Und den Plattenspieler mussten wir so laut stellen, damit Zottel sich nicht verrät. Zottel kam heran und legte seinen Kopf zärtlich auf Billes Schulter, um sie daran zu erinnern, dass er auch ein Anrecht auf ein Stück Geburtstagskuchen hatte. Oh, Zottelchen, gibt es etwas Besseres auf der Welt, als solche Freunde zu haben?